gekühlt in herrlich leichten, aber super warmen Qualitäten. Da würde ich sagen, starten wir direkt. Gerade hier in der Sendung sehen, es ist natürlich ein bisschen überraschend für mich. Genau, der Preis. Ja, ja, das klar. Ist in der Tat überraschend, das ist schön. Ich meine, jetzt geht es gerade, also heute ist wieder kälter, ja, als gestern, finde, ja, ich. Ne? Deutlich. Deutlich, ne? Also ich fand es heute Morgen auch frisch. Nun ja, ja, so ist es, genau, dass wir diese Blütenfarben, die ja jetzt langsam dann irgendwann zu erwarten sind, dass wir die auch im Schlafzimmer dekorieren wollen. Ne? Das ist ja auch in uns, fängt das Herz ja an zu hüpfen. Ne? Es geht langsam, es wird wieder heller. Und genau diese wunderschönen, prächtigen Farben, dieses Leuchten, dieses Fröhliche, das findet sich dann auch in klassischen Designs wieder. Und das ist natürlich ein bisschen mutiger, sowas zu dekorieren. Aber Sie werden sehen, ich meine, beim Outlet-Preis kann man es ja mal ausprobieren, so ein neues Kleidchen. Sie werden sehen, das ist eine Fröhlichkeit, die dann auch mit dem Blick ins Schlafzimmer reinkommt. Einteilung, Klimaeinteilung, da ist K das Wärmste, das A ist dann eben das Kühlendste. Und Winterengel gehört zur Einteilung K. Das heißt, es gehört schon zu den wärmsten Qualitäten, ist dabei aber ultra leicht, mhm, und hat so ein bisschen, finde ich auch, ruft es in uns die Emotionen hervor, wenn wir an früher denken. Da gab es ja typischerweise dann Flanellbettwäschen oder Biberbettwäschen, ja, wenn es dann kälter wurde, oder mal eine Frottee-Bettwäsche. Und diese Biber- oder Flanellbettwäschen, das waren dann immer, da wusste man, jetzt ist Winter, mhm, und jetzt, genau, werden wir eingekuschelt. Aber die waren halt nicht auf Dauer schön. Am Anfang waren die ja auch schön, aber auf Dauer wurden die dann brettig, dann hatten, ja, die, ja, so einen Pilling-Effekt, ja, in der Oberfläche. Die wurden einfach so ein bisschen ausgeharrt und die Farben hielten das Spiegelwärme. Ja. Ne? Also Flanell ist schon dafür bekannt, dass es sehr, sehr warm ist, aber eben wirklich ultra leicht. Die Kuscheligkeit entsteht hier durch Aufrauen der Faser. Das klingt so ein bisschen grob, ist aber tatsächlich etwas, was gekämpft wird, was schon kuschelig ist. Ne? Dadurch werden mehr Fasern in der Oberfläche induziert und das macht eben diese Kuscheligkeit aus. Endlich, ich bin total gespannt. Bettwäsche, und ich habe gesagt, 70 Euro. Ich meine, Sie kennen uns ja für wirklich fantastische Preis-Leistung. Also unvergleichlich am Markt. Ne? Dreiteilig für 70 Euro. Jeder hat gesagt, nein, unsere Kunden sind solche Preise nicht gewohnt. Und so. Ich habe gesagt, das ist die schönste Qualität, die wir jemals gesehen haben. Ja. Und tatsächlich, Sie lieben es genauso sehr wie ich. Es ist ein Verwöhnprogramm der ganz besonderen Art. Es sieht toll aus, weil es wirklich so eine ganz, ganz dichte, wirklich schon chillige Qualität ist. Schon fast samtig anmutend. Chillige Qualität? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Es ist so eigentlich Kissen immer auf dem Bett. Das ist bei mir sowieso immer der Fall. Aber das ist eben auch, ich finde, eine Bettwäsche, die sehr schön ist fürs Jugendschlafzimmer. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, also Sternchenzauber, das ist etwas, wo wir alle Generationen mit erfreuen können. Ne? Schon allein dieser sternklare Himmel. Oh, es ist irgendwo und dran. Und dann haben wir uns wirklich draußen geschlafen. Ja. Süß. Und wir haben auch mehrere gesehen tatsächlich. Ja. Also es war aufregend, es war schön. Es lohnt sich ja auch wirklich. Ja. Weil ich durfte vor Jahren mal sogar ein Schmuckstück für deinen Mund. Dann gleichermaßen Trockner geeignet. Das ist Ökotec Standard 100 zertifiziert. Also auch hier Schadstofffreiheitsprüfung zertifiziert. Ne? Also dieser entscheidende Teil dabei. Da ist also alles Essentielle dabei. Plus eben das Klimaband, was wir gerade gesehen haben. Kombiniert mit der Leichtigkeit, die wir eben von echten Daunen sonst nur genießen. Ne? Die Decke durchlüftet. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Vielleicht können wir es sogar noch mal sehen. Also es ist tatsächlich, dass die gesamte Decke durchlüftet wird und dadurch übrigens auch nicht mehr punktuell Wärme entsteht, sondern dass die Wärme komplett gleichmäßig verteilt wird. Also das hat eine normale Decke auch nicht. Eine normale Decke hat punktuell die Wärme, da wo eine Wärmequelle ist. Und dann müssen wir irgendwie zusehen, dass wir die Füße warm kriegen. Ne? Aber bei Goldwolke ist es dank dieser gleichmäßigen Luftverteilung so, dass wir wirklich ein gleichmäßiges Schlafklima unter der